So, hallo und willkommen hier zur 28. Folge Fast Font hier auf meinem Kanal. Ja, wir haben heute einiges vor. Auf jeden Fall ist hier erstmal ein Händler und bei dem Händler würde ich gerne einiges, bisschen was abkaufen. Der hat nämlich Backsteine und davon haben wir ja momentan jetzt nicht so viele. Deswegen würde ich da gerne ein paar zumindest von kaufen. Holz, ja, da haben wir eigentlich genug von. Bretter kauft da leider. Da hätte ich ihm auch ein paar abgenommen, aber das ist schon okay so. Gut, des Weiteren würde ich gerne hier unser Industriegebiet erweitern. Ich würde die Mauer gerne nach hier drüben verlegen, dass wir nämlich noch mehr Bretter herstellen können. Das wäre nämlich auch noch eine wichtige Sache, wenn wir die hier so hinziehen. So, dann kann der Turm nämlich auch verlegt werden und kann dann dahin. Machen das Ganze mal auf zweifache Geschwindigkeit. Was hat man hier hinten? Ach so, Arbeitercamp. Und hier ganz in. Ah, ja, ist Kohle. Stimmt. Dann werden wir hier hinten die Kohlemine gleich mal bauen. Stimmt, hier hinten war ja Kohle. Daran habe ich ja schon gar nicht mehr gedacht. Gut, perfekt. Genau, wir haben so ein kleines bisschen auch ein Nahrungsproblem. Also da müssen wir dann auf jeden Fall auch noch dran arbeiten. Mach mal dreifache Geschwindigkeit. Ich hatte auch noch ein bisschen zum letzten Mal ein bisschen weiterlaufen lassen. Deswegen sind hier schon mal ein paar Baustellen zumindest auch beseitigt. Ja, hier hinten geht es jetzt weiter. Ich hoffe natürlich, dass das noch was wird. Wo können wir hier noch so einen Kompostierplatz hinsetzen? Dass das hier auch vernünftig alles klappt. Also wir haben auf jeden Fall ein Nahrungsproblem, das lässt sich auch nicht abstreiten. Das muss definitiv noch gemacht werden. Dorfbewohner an Wunden gestorben. Ui. Ja, wir haben auch ein Wasserproblem. Wir werden dann mal hier noch. Ach, da drüben ist ein Brunnen, okay. Dann werden wir mal hier noch einen hinsetzen. Und wir werden auch Bäume darum pflanzen. So, Dorfbewohner wandern zu, das ist gut. Gesporen sind auch einige. Ist der Friedhof voll hier vorne? Scheint ja fast so. Ja, voll, okay. Tja, wo setzen wir den? Könnten wir eigentlich hier noch mit auf die freie Fläche setzen? Haben wir einen Friedhof? Dann machen wir den hier unten hin. Gut, Ratten. Ach so, so, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir haben 99 Bretter. Das ist schon gut an sich. Dann werden wir jetzt einfach mal im Winter
Die Sammler hier wieder raus. Die Rüstungsschmiede voll. Bauern auch raus. Hier wieder richtig hochnehmen. Dass hier im Winter wieder was passiert. So, 80 Arbeiter, da sollte doch jetzt mal ordentlich Bewegung in die Geschichte reinkommen. Was brauchen wir denn? 8, 9 Holzbretter, ja. Wir könnten auch vielleicht hier drüben ein paar Holzbretter herstellen. Nur die Frage, wo? Ich meine, Holzbretter sind ja jetzt nicht so das Problem. Machen wir das hier. Stellen wir hier auch nochmal. So, und unter Kühlung gestorben. So, Nutztiere geboren. Heißt, wir brauchen jetzt wieder die Sammler. Und die Bauern. So, jährliche Steuern. Tja, das ist schon heftig, was wir hier brauchen. Händler ist eingetroffen, das ist gut. Gucken, was der für uns hat. Irgendwas Gutes. Steine haben wir eigentlich erstmal genug. Hier können wir nochmal 150 rüber handeln. Gold erst. Und Bretter haben wir zu wenig. Da kann ich nicht noch welche verkaufen. Gut, der Friedhof wird gebaut. Händler ist eingetroffen. So, was hat er für mich? Irgendwas Gutes. Ziegelsteine. Kaufen wir wieder ein paar Ziegelsteine. Und hier wird verkauft. Wir brauchen das Geld. So, sehr gut. Hier die Mauer wird auch langsam fertiggestellt. Hier die Mauer, naja gut, da sind wir noch von der Fertigstellung weit entfernt. Es wäre auf jeden Fall noch wichtig, dass wir jetzt langsam nochmal einen Friedhof bekommen.
Dorfbewohner geboren. Sehr gut. Unsere Bevölkerung scheint auf jeden Fall jetzt so langsam auch wieder zuzunehmen. Dorfbewohner geht es schlechter. Haben wir keine Schuhe mehr? Hm. So, der nächste Händler. Was hat der für uns? Glas. Und der verkauft uns alles Sachen, die wir schon haben. Ein bisschen Nahrung können wir kaufen. Ein paar Werkzeuge können wir auch kaufen. So, jetzt will ich nochmal gucken. Statistik. Bevölkerung. Die nimmt langsam aber sicher zu. Also es ist auf jeden Fall ein Wachstum. Na gut, gucken wir mal. So, das haben wir auch. Wir brauchen einfach so viele. Mehr davon. Priorität. Haben wir jetzt schon ein zweites Theater eigentlich gebaut? Oder habe ich das geträumt? Oder hatte ich es nur vor? Kann natürlich auch sein, dass ich so überlegt hatte zu bauen. Ich glaube, die 1000 Einwohner sind momentan nach jetzigem Stand nicht machbar oder schwer machbar. Einfach weil die Performance, die lässt doch mittlerweile sehr stark nach. Also ist auf jeden Fall merklich. Was sagen unsere Leute? Aus dem Wachturm ein paar raus. Du noch. Ist damit noch Ding. Wäre natürlich top, wenn wir dann demnächst bald mal wieder neue Felder bekommen. Das wäre noch wichtig. Dieses Gebäude ist verfallen. Okay. Ich hoffe dann echt so langsam, dass wir hier mal auf den grünen Zweig kommen. Drei neue Dorfbewohner gebohrt. Sehr gut. Aber die Frage, warum? Warum? Haben die alle Kinderunterhaltung? Baue ich hier gerade eine Kneipe? Ja, hier baue ich gerade eine Kneipe. Dann priorisieren wir die auch mal. Ja, der Herbst kommt. So, das ist erschöpft. Das heißt, wir können das entfernen.
Die Bewohner lassen wir jetzt erstmal frei. Da, die werde ich jetzt nicht gleich irgendwo anders noch zuteilen. Die brauchen wir sowieso. Ist hier drüben unsere Kohlemine schon fertig. Nee, ist sie nicht. Gut. So, sobald es jetzt gleich wieder auf den Winter auch zugeht. Ach so, das ist hier. Das ist Klee, okay. So, machen wir mal 90 und wir nehmen jetzt die Baumpflege alle raus. Und wir nehmen die Bauern alle raus. So. Also wenn jetzt nicht langsam mal ein Fortschritt hier ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt müsste es doch hier mal so richtig vorangehen. Beobachten das Ganze mal. Oh, Entschuldigung, wir beobachten das Ganze jetzt mal, aber so wirklich zufrieden. Zufrieden kann man hier auch nicht sein. Also es wird zwar ein bisschen was gebaut hier, aber ein bisschen trifft es auf jeden Fall sehr gut. So, jetzt wird aber der Müll auch so langsam wieder eingesammelt. Das ist auch schon mal ein Fortschritt. Muss man ja ehrlicherweise sagen. Wie viele sind denn in Nutzung? 55. Also es ist doch, es muss doch hier langsam mal vorangehen. So, es wird Frühling. Das heißt, wir müssen mal kurz auf Pause. Wir müssen die ganzen Leute wieder einstellen. Hier noch die 10. So, dann gehen wir hier mal auf 45 runter. So, naja, es wird da langsam. Es wird da langsam. So, gut. Das können wir hier auch. Das ist sogar voll.
Immer schön auf die Felder damit. Schade, dass man die Baumschulen damit nicht düngen kann. So, wie viel passt noch auf unseren neuen Friedhof drauf? 360, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. So. Händler ist eingetroffen. Zu dem gehen wir jetzt erstmal. Seife. Armbrüste haben wir genug. Davon haben wir genug. Fleisch haben wir genug. Ja, komm, machen wir ein bisschen hiervon. Kleines bisschen Seife noch. Wir haben auf jeden Fall zu viel Fleisch. Heißt, ich würde... Wir müssten ein paar Räuchereien... Im letzten Jahr produziert Lager, okay. Wie viel Milch haben wir denn? Sieht man das irgendwo? Also man sieht es, klar sieht man es im Lager. Muss man auf jeden Fall jetzt mal gucken. Milch, 50. Okay. Das ist noch nicht so die Welt. Kommt nur mir das so vor, also wirklich voran hier geht's doch nicht. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle mal. Ich würde jetzt die ganze Geschichte ein bisschen weiterlaufen lassen. Mal gucken, ob wir hier mal die großen Baustellen alle beendet kriegen. Dass wir hier nicht die ganze Zeit warten müssen. Sollte es jetzt irgendwie wieder ein Ereignis geben, also hier sprich ein Angriff etc., würde ich dann wieder eine neue Folge starten. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal abwarten, was passiert. Und genau. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.